Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA San Andreas. Sorry, wenn die Folge so kurz war. Ich muss ein bisschen was vorbereiten jetzt in dieser Woche. Bzw. heute, weil dieses Wochenende fällt mir auch quasi komplett flach zum Aufnehmen. Ich habe jetzt wieder relativ viel nächste Woche. Wie dem auch sei, herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder am Start. Wir müssen unsere Mission noch hier quasi beenden, nämlich die First Base. Hey, Catalina, Baby! It's me, Carl Johnson! Hey, baby, I'm sorry. We got off on the wrong foot. I had a rough time, baby. You know, maybe I was a little harsh. Please forgive me. Come on, baby. Open up the door. Shit. Is she here? I don't see her. Come on, baby. Don't be mad. Baby, please. Baby, without you, there is no Carl Johnson. Damn, man. Shit. Now, where is this stupid bitch? Here, Cabron. Who's the bitch now, eh? Oh, baby, baby. I'm so sorry, baby. What was that? You so right. Please forgive me, baby. Just don't fucking shoot me, please. Do you think you're sorry? Huh? How are you going to prove you're sorry? Come on now, baby. Come on. I'm gonna play with you so rough, baby. Keep talking. Yeah, yeah. And I'll take you to rob banks and shit. Oh. And you know, I'll let you kill anyone you want to kill. Mm-hmm. I'm gonna treat you right, baby. Shit. Just come on. Just please don't shoot Carl, me. I think I love you. Shit, that's great. Cool. Yeah, fantastic. Shit, all that, you wanna go rob some shit, baby? Mm-hmm. Hey, what we got left? Are you stupid? Do you forget already? The bank in Palomino Creek. The liquor store in Blueberry. Or the betting shop in Montgomery. Okay, well this time we gonna do it real chill. No crazy psycho shit, baby. Ach, das ist. Das ist die alte, die jetzt mit dem Tanklast. Wir haben jetzt tatsächlich den zweiten Teil der Mission. Also ist ja nicht nur einer. So, ich muss jetzt gerade nur orientieren. Ich muss jetzt gerade mal hier runter ein Auto organisieren. Aber sonst ist das ein bisschen schwierig. Ich hoffe, dass wir das jetzt diesmal auf die Reihe bekommen. Wie gesagt, nochmal ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play GTA San Andreas. Mit unserer Psycho-Eulen da. So, ich brauche ein Auto. Nein, kein. Sieger, okay. Genau, ja, gib mir ihn. Ich klaue mir natürlich in der Nähe von dem Bullenwagen. Nimm dein Auto weg, komm. Halt die Becken. Okay, die ist geradeaus, die Dings. Dann machen wir den oberen Teil jetzt als erstes. Ein bisschen auf die Uhrzeit gucken, weil ich will auch noch was essen gleich. Also ich habe halt sehr viel zu tun gehabt. Neben der Aufnahme wieder, ich muss Bewerbung noch schreiben und alles um und an oder was man noch Zeugs. Und dann komme ich erst dazu, ein bisschen GTA zu machen. Die Local Liquor Store. This place will be a walk in the park. You mean like the last place? Who are these cowboy assholes? Hang back a while, see what's what. Na, super. Lass mich raten, wir müssen. Gut, dann müssen wir uns jetzt die Jungs da organisieren. Halt die Backen, ich muss so. Alter, ich
Okay, dann sag ich. Boah, dann muss ich jetzt mich gerade wirklich aufs Fahren konzentrieren. Halt die Fresse doch endlich mal! Das heißt, Ding ist ewig ekelhaft zu fahren. Ah, nächstes Mal fährst du selber, meine Fresse, Alter. Was wollt ihr jetzt die ganze Zeit rummeckern? Kann ich nicht mit dem Auto fahren? Wäre mir einfacher, als wenn du scheiß Ding. So, einer schon mal weg. Also abgehaben. Gut, dass wir kein Zeitlimit haben. Stop shooting that thing right next to my ear. What were you saying? Der Leid ist tot. Läuft kein Scheiß. Halt doch die Backen, Alter. Nächstes Mal fährst du selber, dann mach ich den Cheats selber. Genau deswegen habe ich die Mission gesplittet. Kaum zu sehen, ich bin direkt dahinter, Kollege. Ja, das ist alles nicht so einfach. Die Steuerung ist so schwammig. Gutes Jahr. Oh Mann! Ja, es war mir klar, dass man dann an einem scheiß Zaun hängen bleibt, weil die Karre so abbricht. Das heißt, die haben uns gekommen. Du hast die Räuber in den Hund verloren. Nächstes Mal fahr ich selber, du Arsch, ey! Du bist scheiße, du bist absolute Scheiße, du musst ganz scheiße fahren. Das Blöde ist, ich darf jetzt. Darf ich jetzt wieder runter? Oh, da steh ich da. Oder wo? Nee, darf ich nicht. Darf ich jetzt nochmal runterfahren und denen wieder die Mission anfahren? Oder wie soll ich sagen? Ah, lecker, mio. Ich befürchte, dass ich nämlich jetzt erst so runterfahren muss. Nee, muss ich nicht. Okay. Das heißt, ich muss erst so hochfahren.
So, jetzt muss ich da nochmal hin. Ah, kommt doch am besten noch 10 Millionen mal rüber. Nein, das geht nicht, das kann man machen. Das müssen wir machen. Sich wegrammen, die ganze Zeit nur wegrammen. Das müssen wir machen. Okay, dann müssen wir die Mission nochmal annehmen. Ja, super. Warum nehme ich die Karre nicht von der Uschi? Gut, den nächsten Teil probieren wir dann aber in der nächsten Folge, würde ich sagen. Und dann schauen wir mal bei Let's Play GTA 5. GTA San Andreas natürlich vorbei. Hoffentlich. Bis dahin und tschüss.